Hallo, ich bin's, der Option Trader Bose Pro. Und heute kam eine Frage oder gestern, wie funktioniert das mit den Getreideoptionen, mit diesen Notierungen hier, so wie 1, 1,5 oder 9, 3 Achtel, 10, 1 Achtel. Wie kann man das verstehen? Und vielleicht ganz kurz am Beispiel war hier die Frage vom Korn, also vom Mais. Der Future, der steht bei ungefähr 399-4. Vier bedeutet, bin ich mir selber nicht ganz sicher, weil ich keine Futures handle, bedeutet, glaube ich, 3/4. Aber dazu später noch mehr. Spielt für die Optionen jetzt eine nachrangige Rolle. Vielleicht kurz zur Ermittlung des Kontraktwertes. Der Multiplikator ist nicht wie in der Handelsplattform angezeigt 5000, das wäre etwas sehr viel, sondern der Multiplikator ist 50, also 400 mal 50, ich rechne jetzt mit 400, wäre jetzt ein Kontraktwert bei diesem Preis von 20.000. Das heißt, wenn der jetzt von 400 auf 401 ginge, dann wären das 20.050. Und hier gibt es, glaube ich, noch kleinere Ticks dazwischen. Ja, hier das Gleiche. Hier ist die kleinste Einheit, so wie es scheint, ist ein Viertel. Und dann würde das wahrscheinlich stimmen, dass der Vierer für 3/4 steht. Ja. Ein Zweier wäre möglicherweise ein Halb und ein Einser für ein Viertel. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher, weil ich nie den Future jetzt handle. Und bei den Optionen ist es so wie auch bei anderen Märkten, dass die Optionen jetzt nicht nur Viertel haben, sondern Achtel. Das heißt, zuerst kommt hier die ganze Zahl, die 2, die 4, die 7, hier in diesem Bereich. Und dann noch dieser Bruch. Und wie rechnet man das jetzt aus? Wie gesagt, 5000 wäre viel zu viel, weil dann hätte der Kontrakt ja einen Wert von 400 mal 50.000. Das wären jetzt 2 Millionen Dollar pro Kontrakt. Das wäre natürlich der teuerste Kontrakt, glaube ich, den es dann geben würde. Aber es sind eben nicht 2 Millionen, sondern 20.000. Und bei den Optionen ist der Multiplikator gleich. Und wie kann ich jetzt da den Wert von so einer Option ausrechnen? Eigentlich ja relativ simpel, wenn man es einmal weiß. Ich nehme einfach hier diesen Bruch. Ich nehme jetzt hier die Schlusskurse von gestern. Ich nehme hier mal die 7 ein Achtel. Rechne hier 1 durch 8. Dann plus 7. 7 Ganze und ein Achtel. Komme auf 7,125. Mal Multiplikator 50 sind 356,25. Und der kleinste Wert, um den sich jetzt eine Option bewegen kann, ist ein Achtel. Also 1 durch 8 mal 50, das wären 6,25 $. Das wären diese Brüche. Und wenn hier jetzt steht 1,5, kann ich natürlich auch rechnen, gleich 2,5. Ja, kann man im Kopf rechnen, 1 durch 2 ist 0,5, also 2 plus 1,5, 2,5 mal 50 sind 125 Dollar. Das war der letzte Abrechnungskurs hier von gestern in der Handelsplattform. Ja, und wenn man hier man kann ja, wenn man eine Option verkauft, einmal auf Verkaufen gehen und Order Vorschau, das kann man ja bei allen Optionen machen, dass man mal sieht, wie viel Margin würde das kosten, und dann kann man ja auch probeweise mal die Order um einen Tick, also um ein Achtel hier erhöhen, und dann würde man auch sehen, dass die Option dann um 6,25 waren es, glaube ich, 8 mal 50 haben wir gesagt, ja, um 6,25 $ teurer oder billiger wird, je nachdem, ob man rauf oder runter geht. Und wichtig ist hier halt auf die Liquidität zu achten, nämlich dass auch hier die Spreads nicht zu groß sind. Jetzt natürlich sind wir kurz vor Börseneröffnung, aber
Hier dauert etwas, bis man ein Gefühl bekommt, ob die Liquidität gut ist. Grundsätzlich ist sie in Getreiden relativ gut. Das heißt, kann schon sein, dass man hier nur drei Ticks auseinander liegt. Also 6,25 mal 3, das wären dann so 18 Dollar ungefähr, wenn man hier gute Spreads hat. Und das hat man wirklich in allen Getreiden eigentlich sehr, sehr oft, also vor allem im Mais, im Korn, im Soja, Sojamehl, im Weizen auch. Sojabohnenöl ist eventuell schlechter, habe ich schon lange nicht mehr gehandelt. Ja, aber ich hoffe, das hat die Frage jetzt beantwortet zu den Optionen hier. Das gleiche ist in den Bonds, da hat man nicht nur Achtel, hat man glaube ich sogar 32. oder 64. 64. sogar, gilt aber das gleiche Prinzip, ja, man rechnet sich die 64. aus, addiert die vorige Stelle und nimmt dann den Multiplikator, der bei den Bonds 1000 beträgt. Dann kommt man auf den Optionswert und dann sollte das keine Schwierigkeiten mehr bereiten. Ja, ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.